Dann brauchen wir ein Hämmerchen. Wenn wir kein Hämmerchen haben, nehmen wir uns ein anderes Hilfswerkzeug. Und zack, haben wir das Armband getrennt, Freunde. Wir haben jetzt hier ein Glied entfernt. Und das war's schon, Freunde. Ja, Freunde, willkommen auf dem Kanal, so funktioniert's. Habt ihr auch so eine Gliederkettenuhr und möchtet diese kürzen oder verlängern, dann seid ihr hier genau richtig. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Bleibt dran, bis gleich. Was wir jetzt hier brauchen, ist nämlich Folgendes. Eine kleine Uhrenmacher Werkzeugkiste, die verlinke ich euch ebenfalls unten in der Videobeschreibung. In diesem kleinen Werkzeugkasten hier findet ihr alles, was ihr braucht. Es sind sogar so kleine Ersatzstifte hier dabei, um das Armband wieder anzubringen, falls ihr eins verliert. Wenn ihr noch sehen wollt, wie man die Batterie bei so einer Uhr wechselt, beziehungsweise wie man diesen Deckel hier aufbekommt, das Video verlinke ich euch ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Wenn euch auch noch interessiert, wie man jetzt so ein Lederarmband hier wechselt, auch das Video verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr die gängigsten kleinen Werkzeuge, die ihr immer wieder mal brauchen werdet, wenn ihr Uhrenträger seid. Denn mit diesem Werkzeug könnt ihr die gängigsten Reparaturen oder Veränderungen an einer Uhr ausführen. Wenn ihr das Armband komplett wechseln möchtet, dann ist es eigentlich ganz einfach. Ihr müsstet einfach hier diese Schraube hier öffnen, dann könnt ihr das ganze Armband abziehen. Wenn ihr jetzt aber nur ein Glied entfernen möchtet, dann zeige ich euch mal schnell, wie das funktioniert. Bei dieser Uhr ist es jetzt so, diese hätte jetzt hier sogar noch hier solche drei Löcher. Hier könnte man eine Feineinstellung vornehmen und das Armbanduhr einfach in eines der drei Abstandslöcher hier einsetzen. Dann habt ihr jetzt hier ein paar Millimeter gewonnen oder eben gekürzt. Das ist natürlich eine super Sache. Und sonst, wenn ihr das nicht habt, müsst ihr eben ein oder zwei, drei Glieder, je nachdem wie dick oder dünn euer Handgelenk ist, entfernen oder einfügen. Das ist natürlich viel ein größerer Abstand, darum ist so eine Feineinstellung natürlich auch ganz praktisch. Aber wir werden jetzt das Glied entfernen. Was wir jetzt dazu brauchen, ist Folgendes, nämlich so ein kleines Ausdrehwerkzeug. Denn dieses Armbanduhr hat jetzt hier statt Schrauben Stifte. Entweder ist es ein Stift zum Rausdrücken oder eben eine Schraube. Die Schraube kann man logischerweise einfach abdrehen und rausziehen und den Stift muss man rausdrücken. Was man bei diesem Rausdrücken beachten sollte, ist Folgendes, nämlich die Drückrichtung. Und zwar gibt es hier solche Pfeile im Armband. Ist gerade schwierig jetzt zu zeigen. Lasst mich mal kurz so. Hier unten könnt ihr die Pfeile sehen. Und zwar zeigen die Pfeile nach rechts und auch so müssen wir die Pfeile dann rausdrücken. Also von links nach rechts. So müssen wir das Armbanduhr auch einlegen in unsere schöne Halterung hier. Hier könnt ihr auch nochmal die Pfeile sehen. Und jetzt müsst ihr natürlich diese Nadel hier von diesem Werkzeug, müsst ihr natürlich genau an das Loch hier, an dieses Loch hier ansetzen und dann einfach durchdrehen dieses Werkzeugs hier. Wenn ihr das dreht, fährt die Nadel aus und drückt den Stift raus. Mehr ist es nicht, Freunde. Das Ganze könnte man auch mit einem extrem dünnen Schraubenzieher machen, aber ob ihr so einen dünnen Schraubenzieher habt, das bezweifle ich stark, Freunde. Aber falls ihr irgendwas habt, wo wirklich dünn ist, könnt ihr es auch optional mit einem kleinen Hämmerchen rausklopfen. Aber mit diesem Werkzeug geht es halt am einfachsten. Deshalb empfehle ich euch, legt euch sowas zu. Kostet nicht viel Geld und kann man immer wieder mal brauchen. Also, jetzt habe ich sie richtig eingelegt. Die Pfeile zeigen nach links. Wir drücken es also von rechts nach links raus. Das ist hier genau richtig. Jetzt setze ich mal die Nadel hier an, dass ich ungefähr genau beim Loch bin.
So. Ja gut, wenn das nicht mit dem Rausdrehen nicht funktioniert, dann könnt ihr das Armbanduhr auch einlegen. Achtet wieder auf die richtige Richtung. Nämlich so, dass die Pfeile hier in die richtige Richtung zeigen. Wir klopfen nämlich von oben nach unten raus. Dann legen wir das Armbanduhr hier ein. Dann nehmen wir uns wieder so ein Werkzeug. Das hat hier eine flache Kante. Ist eigentlich dasselbe wie das, wie diese Nadel hier in diesem Gerät. Und nur wird das jetzt rausgeklopft, und zwar so. Dann brauchen wir ein Hämmerchen. Wenn wir kein Hämmerchen haben, nehmen wir uns ein anderes Hilfswerkzeug. So, wie wir sehen, ist das Ganze jetzt nach außen gekommen. Hier seht ihr es, Freunde. Dasselbe würde auch passieren, wenn ihr hier dreht. Bei mir hat es jetzt nur mit Klopfen funktioniert. Jetzt könnt ihr diesen Stift hier rausziehen. Und zack, haben wir das Armband getrennt, Freunde. Das war's schon. Hier seht ihr noch den Stift. Das ist einfach, das sind jetzt zwei Stifte, die hier zusammengepresst sind. Kann man es sehen? Jetzt hier zwei Stifte. Die sind einfach zusammengedrückt und werden dann reingepresst durch das Klopfen. Ja gut, Freunde. Jetzt haben wir das Armband auseinander. Jetzt müssen wir natürlich nochmal einen Stift hier rausklopfen. Dann könnt ihr das Glied entnehmen. Das werde ich jetzt hier mal machen. Wenn ihr wollt, dass die Armbanduhr wieder gerade auf eurem Handgelenk sitzt, dann solltet ihr immer auf jeder Seite ein Glied gleichmäßig entfernen. Dann sitzt die Uhr auch wieder mittig auf dem Handgelenk. Sonst habt ihr auf einer Seite weniger Glieder wie auf der anderen. Wenn wir das jetzt hier mal so ansehen. Und dann könnte es sein, dass sie leicht versetzt auf eurem Handgelenk sitzt. Denn hier haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Glieder und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Glieder. Wenn ich jetzt hier noch eins rausnehme, haben wir hier 6 und hier 5, dann sitzt die Uhr wieder schön mittig auf dem Handgelenk auf. Das heißt, wir nehmen jetzt hier noch ein Glied raus. Dazu setzen wir wieder das Armband hier ein und klopfen jetzt die, achte wieder auf die Pfeilrichtung, und das müsste gehen. Setzen wir das Werkzeug an, klopfen es wieder raus, wie vorhin, zack, hier steht er wieder raus, rausziehen, fertig, abgezogen. Jetzt haben wir hier so ein schönes Kettenglied, haben es gekürzt, und jetzt müssten wir einfach nur wieder dieses Ende mit diesem Ende hier verbinden. Dazu wird einfach das Glied wieder hier eingesetzt. Ihr könnt es hier wieder gerne zur Hilfe in die Halterung hier schieben. Setzen wir das zusammen. Jetzt müssen wir auf die Pfeilrichtung achten. Die geht von oben nach unten. Also perfekt, sind wir hier richtig. Dann nehmen wir diesen Stift hier und setzen ihn wieder ein. Und zwar haben wir hier zwei Hälften, die hier ein wenig auseinander gehen. Jetzt könnt ihr es sehen. Hier am Ende gehen sie ein wenig auseinander. Das erzeugt eine kleine Spannung, die das Ganze dann hält. Das lassen wir jetzt oben. Wir führen jetzt die dünneren, also die Seite mit ohne eine Verkrümmung hier. Also ohne einen Abstand hier wieder ein. Das ist ein bisschen eine Fummelarbeit. Jetzt habe ich es. Also das Stück, wo auseinander geht, das lassen wir oben. Und das dünnere Ende setzen wir hier an, damit das hier durchrutscht. Ich versuche das Ganze jetzt hier einzuführen. So. Jetzt nehmen wir wieder unser Behelfswerkzeug, setzen hier die Spitze wieder an. Müssen natürlich darauf achten,
dass unten hier das Armband zusammensitzt und ihr schön das Loch trifft. So. Jetzt ist es schon mal durch. Und jetzt müssen wir noch das Teilstück hier, das nämlich auseinander geht, reinpressen. Dazu wieder ansetzen und klopfen. Natürlich ginge es mit einem, würde es mit einem richtigen Hammer besser funktionieren, Freunde. Das kann ich euch nur empfehlen. Damit ihr hier auch eure Uhr nicht beschädigt. So, Freunde, jetzt haben wir es wieder geschafft. Die Uhr ist wieder miteinander verbunden, der Stift ist wieder eingepresst hier. Das war's. Jetzt können wir natürlich wieder einfach die Uhr anziehen, zumachen, verbinden. Und das Ganze ist somit erledigt. Wir haben jetzt die Uhr hier verkleinert. Wie wir sehen können, sie ist auch gleichmäßig, also was will man mehr? Wir haben jetzt hier ein Glied entfernt und das war's schon, Freunde. Wenn euch das kurze Video zu meinem Armaturkürzen gefallen hat, wenn euch das kurze kleine hilfreiche Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein kostenloses Abo hier und ein Like. Dann sehen wir uns bald wieder in einem neuen Video. Ich freue mich auf euch. Euer So funktioniert's Kanal. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Wenn euch das kurze Video hier gefallen hat, beziehungsweise weitergeholfen, würde ich mich über ein kostenloses Abo natürlich sehr freuen, Freunde, und auch über ein Like. Und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao.